Eine neue Flüchtlingswelle hat Deutschland erreicht und sie ist noch größer als 2015. Damals kamen 900.000 Menschen nach Deutschland. In diesem Jahr sind es bis jetzt schon 1,3 Millionen. Über 1 Million davon aus der Ukraine. Die bewerben sich in der Regel nicht für ein Asylverfahren. Ja, aber auch die Zahl der Asylanträge von Flüchtlingen aus Afghanistan, Syrien, der Türkei und dem Iran ist gegenüber dem Vorjahr um 20% gestiegen. Viele Städte und Gemeinden sagen, das schaffen wir nicht mehr. Unser Reporter Peter Hell war in einem Flüchtlingsheim in Dresden. Messe Dresden, Halle 4. Seit 2 Wochen dient ein Teil des Geländes als Notaufnahme für Flüchtlinge. Der Andrang junger Männer aus Syrien oder Afghanistan ersteigt von Tag zu Tag. Die Flucht, die 2015 für Hunderttausende noch Monate dauerte, sie hat heute für viele Reisecharakter. Von Kabul oder Damaskus direkt nach Moskau und dann weiter. How much you paid for the trip? Wie viel haben Sie für den Trip nach Deutschland bezahlt? Etwa 7.000 Dollar. Von wem haben Sie das Geld? Von Freunden und Verwandten. Haben Sie ein Visum bekommen? Nein, nein, ich bin von Russland nach Belarus gefahren. Und dann sind wir gelaufen. Von Minsk nach Polen und dann hierher. 169 Flüchtlinge sind bislang in der Dresdner Notaufnahme registriert. Der visafreie Trip nach Europa über Moskau und Minsk wird offenbar von den russischen und weißrussischen Regierungen unterstützt. Und täglich werden es mehr. Ja, die Situation insgesamt stellt sich natürlich sehr kritisch dar, nicht nur für die Stadt Dresden, sondern das ist ja auch wahrnehmbar in vielen Kommunen und Landkreisen. Wenn man das Thema mit der Ukraine etc. mit dazu rechnet, sind wir jetzt schon deutlich über dem Ausmaß von 2015, 2016. Vor 8 Tagen ist der 19-jährige Faisal mit seinen 4 Freunden aus Kabul Richtung Europa gestartet. 6.500 Euro pro Person gingen an die Menschenhändler. Der Schmuggler hat uns gesagt, dass wir vom Flughafen Damaskus nach Moskau fliegen werden. Dann hat uns in Russland ein Fahrer abgeholt, der uns weiter nach Belarus gebracht hat. Dort haben wir an einem Waldstück lange gewartet, bis wir den anderen Fahrer getroffen haben. Den Moment der Flucht dokumentierte Faisal mit seinem Handy. Wir sind rein in den Wagen und 12 Stunden gefahren. Er hat uns kurz vor einer Brücke abgesetzt. Wir sind dann rüber. Die Polizei hat uns aufgenommen und die Pässe abgenommen. Dann kamen wir in eine Unterkunft in Chemnitz. Noch geht es in der Versorgungskammer der Dresdner Notunterkunft ruhig zu. Ausgabe des Hygieneset an die Flüchtlinge. Das ist das Zahnpflegeset, Rasierset, Duschbad, ein Handtuch, Kopfkissen. Wie ist denn die Situation jetzt im Moment? Steigert sich das? Ja, wir bekommen heute 65 neue, am Mittwoch nochmal. Also kommen noch eine Menge. Oft kommt es in den Notunterkünften zu Auseinandersetzungen zwischen den Männern. Taschenkontrolle bei den Neuankömmlingen. Na, es gibt durchaus einige Gegenstände, die hier in der Halle nicht zu suchen haben, wo wir dann die auch quasi in Beschlag nehmen. Welche denn? Zum Beispiel Rasiermesser oder sowas, was die natürlich im Gepäck haben. Aber auch andere Messer, die im Prinzip eine gewisse Überlänge haben, die haben hier nichts in der Halle zu suchen. Im Dezember, so rechnen die Mitarbeiter der Notunterkunft, wird die Belegkapazität von 500 Flüchtlingen erreicht sein. Dann müssen neue Unterkünfte geschaffen werden. Und bei uns im Studio ist Bild-Chefreporter Peter Hell, der eben diese Reportage gemacht hat. Peter, wie hast du die Stimmung in der Flüchtlingsnotunterkunft erlebt?
Also ehrlicherweise war sie noch relativ ruhig, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Sie sind gut präpariert, diese Unterkunft in Dresden, alles läuft sehr professionell ab. Aber man merkt schon die Nervosität, das haben wir auch im Beitrag gesehen, dass eben die Kapazität bald erreicht sein wird, sprich 500. Und es kommen wirklich täglich mehr. Und jetzt, wo es so kalt ist, damit rechnen eben auch die Verantwortlichen, kann es dann eben zu einer hohen Ansammlung kommen. Und dann muss man eben entscheiden, wie es mit der weiteren Umverteilung geht. Und da ist eben das große Problem drin. Und da sind eben Kommunen und die Behörden extrem gefragt. Davor hat man Angst. Wie ist die Stimmung dann in der Stadt, auch vor Ort bei den Menschen? Wie werden die Flüchtlinge aufgenommen? Naja, es gibt natürlich viele Parallelen zu 2015. Das ist, man kennt das, man geht da, glaube ich, ein bisschen gelassener mit um. Was sich ein bisschen geändert hat zu 2015, dort kamen eben sehr viele Familienväter mit Kindern, auch aus dem Irak, aus Syrien, aus den Kriegsgebieten. Jetzt hat sich die demografische Geschichte ein bisschen verändert. Es sind sehr viele Syrer, sehr viele alleinreisende junge Männer, die offenbar eben auch aus wirtschaftlichen Gründen kommen und die es eben sehr leicht haben, weil eben Moskau und Belarus die Möglichkeit eben offenbar gibt, dass sie ohne Visum reinfliegen können von Kabul und eben auch von Damaskus nach Moskau und dann nach Belarus. Und von dort warten die Menschenhändler, die Schlepper, die sie dann an die Grenze bringen nach Deutschland. Das ist ein mieses Geschäft, da werden Milliarden mit verdient. Und so wie es aussieht, wird sich das auch in der nächsten Zeit nicht ändern. Und da ist die Politik gefragt. Wir haben gesehen, im Beispiel im Film, der Junge, der innerhalb von 8 Tagen von Afghanistan hierher gekommen ist. Wenn wir noch die Bilder vor Augen haben, damals das ganze Chaos dort, dass man dort in einer Woche quasi ruckzuck mal eben bis nach Deutschland kommt. Richtig, das hat so ein bisschen einen Reisecharakter bekommen. Das schmälert nicht das Leid der Flüchtlinge, vieler Flüchtlinge, im Gegenteil. Aber es zeigt eben auch, dass da wirklich nachgeholfen wird. Was früher Monate gedauert hat über diese Balkanrouten etc., kann man jetzt relativ schnell machen. Man muss das Geld haben. Eine Flucht kostet zwischen 6.000 und 7.000 und 8.000 Euro. Das wird dann meistens von den Verwandten und Freunden zusammengetragen, gespendet an die jeweiligen Personen. Und darüber haben die jungen Leute auch gesprochen und sagen, okay, wir sind hier und die meisten wollen halt arbeiten hier. Vielen Dank, Peter Hell, für den Moment an dich. Und wir wollen über dieses Thema aber noch weiter sprechen. Und zugeschaltet ist nämlich jetzt Manuel Ostermann. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Guten Tag, Herr Ostermann. Schönen guten Tag, hallo. Wie sieht der Alltag Ihrer Kollegen an den Grenzen aus? Was berichten Sie ihnen? Ja, Sie hatten es ja im Vorspann schon ziemlich treffend dargestellt. Die Situation an der deutschen Grenze ist sehr ernst. Und da uns immer noch die Notifizierung der Grenze fehlt und damit eine Rechtsgrundlage für die Kolleginnen und Kollegen, sind wir da relativ handlungsunfähig und sind nach wie vor mit einer Vielzahl an Kräften ein besseres Transportunternehmen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Effektiver Grenzschutz, wenn es schon nicht an der EU-Außengrenze funktioniert, unter humanitären, verantwortungsvollen Aspekten, sieht sicherlich anders aus. Aber da wiederholen wir uns natürlich gerne. Die Ministerin weiß um diesen Umstand. Wir wollen auch schon eher sagen Zustand. Und das muss jetzt schleunigst beendet werden. Denn nicht umsonst gehen Innenminister, Landräte und Bürgermeister hin und wenden sich an die Bundespolitik und sagen, wir können nicht mehr. Unsere Kapazitätsgrenzen sind erschöpft und das müssen wir ernst nehmen. Herr Ostermann, wie konkret soll das geändert werden? Zunächst einmal muss die Innenministerin die Notifizierung beantragen. Was bedeutet Notifizierung? Es bedeutet, den Status der Binnengrenze zu einer temporären EU-Außengrenze. Damit wird die Bundespolizei Grenzbehörde. Und wir können grenzpolizeiliche Maßnahmen treffen, zum Beispiel Zurückweisungen unter bestimmten Voraussetzungen, wenn eine Wiedereinreisesperre vorherrscht, wenn die Person aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt, wenn die Person innerhalb der Europäischen Union nach Deutschland kommt. Und somit haben wir ein geordnetes Verfahren. Wir müssen Kompetenzen bündeln mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und eins möchte ich hier nochmal sagen. Die FDP unter Konstantin Kuhle hat einen hervorragenden Vorschlag gemacht die letzten Tage. Und zwar die Zuständigkeitserweiterung bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei. So schaffen wir geordnete Verfahren und strukturierte Verfahren im Bereich der illegalen Migration. Nur die Bundesregierung möchte das alles bis dato nicht hören. Und das ist eine Katastrophe. Wir haben es gerade ja auch schon angesprochen, dass eben viele Flüchtlingsheime schon fast eben wieder vor einer Überlastung sind, beziehungsweise das zumindest schon in Aussicht haben. Würden Sie sagen, Deutschland ist immer noch das Ziel Nummer 1 für Flüchtlinge? Und wenn ja, woran liegt das?
Absolut. Deutschland ist nach wie vor Zielland Nummer eins. Die Migrationsbewegungen und die Zahlen sind ja maßgeblich dafür, die es dann ja auch beweisen. Und das hat natürlich vielerlei Gründe. Zunächst einmal muss man ja auch wissen, dass unsere europäischen Partner eine Solidarität, die nicht vorherrscht innerhalb der Europäischen Union, insofern ausleben, als dass sie natürlich ihre eigenen Binnen- und Außengrenzen anfangen zu schützen und die Migrationsströme sich über neue Routen und auch eine neue Balkanroute auf Deutschland als Zielland konzentrieren. Das liegt schlicht und ergreifend daran, weil wir eben keine Kontrollverfahren haben, weil wir keine EU-Außengrenze temporär haben, weil wir keine Grenzkontrollen haben und natürlich, weil unsere sozialen Sicherungssysteme richtigerweise einen hohen sozialen Anspruch haben und dementsprechend natürlich auch Anreize bieten, nach Deutschland zu migrieren. Aber all diese Situationen müssen wir natürlich im Hinterkopf haben und dementsprechend professionell agieren. Das Versprechen war, die EU-Außengrenze ist vernünftig geschützt und damit haben wir die Binnengrenze installiert. Wenn das Versprechen nicht eingehalten werden kann, und das wird es hier nicht, müssen wir unsere eigenen Binnengrenzen vernünftig schützen. Nochmal, es geht hier Rechtsstaatlichkeit walten lassen und humanitäre Verantwortung auch wirklich ausleben. Und das passiert hier nicht. Leidtragende sind die Migranten, Leidtragende sind die Kommunen und sind die Menschen, die hier in Deutschland leben. Irgendwann sind unsere Kapazitätsgrenzen erreicht und das muss man akzeptieren, respektieren. Und vor allem muss man unter Anbetracht der Realität dementsprechend auch handeln. Wir sind weit über dem Niveau von 2015 und die Menschen in Deutschland sind solidarisch, aber beschweren sich mittlerweile ganz zu Recht, denn humanitäre Verantwortung sieht definitiv anders aus. Vielen Dank, Herr Ostermann. Ich danke Ihnen.